Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Ableton für Berufstätige. Und heute sprechen wir mal darüber, was du tun kannst, um in deiner wertvollen Freizeit, die du für die Musikproduktion aufwendest, auch wirklich zu Ergebnissen zu kommen und das Ganze möglichst zeitsparend. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Hey Leute, Dennis hier, ich bin Tontechniker und Herausgeber des Musiktheorie-Spickzettels, den du hier hinter mir sehen kannst, und Gründer der Online-Musikschule, speziell für Berufstätige und andere Schwerbeschäftigte, der Online-Musikschule musictutorials.com, wo sich alles um Ableton Live und um elektronische Musik dreht. Wenn du zum Beispiel in den 90er Jahren schon elektronische Musik gefeiert hast und als DJ unterwegs warst und heute es wirklich nochmal wissen willst und dem Ganzen quasi die Krone aufsetzen möchtest, indem du selber Musik produzierst, dann bist du hier goldrichtig. Du kannst das alles bei uns lernen in sehr, sehr hochwertigen Online-Gruppen-Coachings. Und vielleicht kennst du das auch. Letzten Endes, am Ende des Tages, wenn du die Musik vor allen Dingen als Hobby und Leidenschaft betreibst, dann ist es ja so, dass du dir deine wertvolle Freizeit dafür freischaufelst, um Musik zu produzieren. Zeit ist das Wertvollste, was wir im Leben überhaupt haben. Zeit, einmal ausgegeben, kommt nie wieder zurück. Und deswegen sprechen wir heute mal darüber, ja, wie du deine Zeit sinnvoll nutzen kannst und wie du auch vergleichsweise zeitsparend vorgehen kannst. Und wenn es jemand auf dem Planeten gibt, der das Thema beackern kann, der sich sehr, sehr gut damit auskennt, dann ist es unser Ableton Life Coach Ingo Rieber aus Berlin, der schon über 800 Menschen in den letzten 15 Jahren dabei geholfen hat, auf der musikalischen Reise mit Ableton Live wirklich, wirklich klarzukommen und professionell klingende Musikstücke zu produzieren. Deswegen liebe Grüße nach Berlin. Hi Ingo, wie ist denn deine Perspektive auf das Thema? Ja, hallo. Ich könnte jetzt, wenn ich jetzt sehr gemein oder ironisch wäre, könnte ich sagen, such dir einen Ghost-Produzenten. Da kommt es ganz schnell zu Ergebnissen. Das ist aber natürlich nur ironisch gemeint. Das macht keinen Spaß, wenn das Ganze ein Ghost-Produzent macht. Und wir wollen ja Spaß haben. Wir wollen hier ja Musik machen und Spaß haben. Und um Spaß zu haben, macht es echt Sinn, relativ schnell zu Ergebnissen zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch wichtig, um im Flow drin zu bleiben, weil Musik ist eine Flow-Geschichte. Du musst im Flow drin bleiben. Und einer der wichtigsten Tipps ist an dieser Stelle, verlier dich nicht in Presets oder Samplesucherei. Wir arbeiten ja mit Synthesizern, wir brauchen viele Presets, wir arbeiten mit Samples, gerade mit Ableton, da ist es sehr herrlich, mit Samples zu arbeiten. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, du kannst dich ganz, ganz schnell drin verlieren in der Preset-Sucherei. Du gehst ein Preset nach dem anderen durch und dann den nächsten Synthesizer. Wir haben ja, keine Ahnung, die Arturia Collection mit 40.000 Synthesizers und dann gehst du auf den nächsten Synthesizer und wieder Preset und Preset. Mach das nicht. Höchstens 10 Presets, das reicht völlig. Nimm das erste Preset, das dich irgendwie anspricht, das dir in dir was emotional auslöst. Das muss übrigens nicht immer positiv sein. Das kann auch sein, du hast ein Preset, wo du sagst, boah, da biegt's mir die Zehennägel um, das kann ich ja nicht anhören. Das sind meistens die schönsten Ausgangspunkte, weil da wirst du gefordert, da wird die Kreativität gefordert. Also es muss irgendwas sein, was dich bewegt. Positiv oder negativ? Und das Gleiche übrigens bei Samples. Geh Samples schnell durch. Wenn dich eins anspricht, nimm's. Gar nicht erst weitersuchen. Dadurch bleibst du im Flow und du sparst dir extrem viel Zeit bei dem Ganzen. Die Ergebnisse kommen dadurch schneller. Dennis, was würdest du dazu sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, jeder, der das hier hört oder sieht und selber mit Musikproduktion zu tun hat und auch jede, kennt es. Dass du dich in deiner wertvollen Freizeit hinsetzt, einen ganzen Abend lang hinsetzen möchtest, um Musik zu produzieren und dann hörst du doch nur die Presets von irgendeinem Synthesizer-Plugin dir durch, bis der Kopf ganz matschig ist und am Ende ist keine Musik entstanden. Und das bringt uns zu dem entscheidenden Punkt, denn jetzt gehen wir mal auf die Metaebene, jetzt schauen wir mal aus der Vogelperspektive auf das Ganze und stellen uns die Frage, was ist denn eigentlich der Musikproduktionsprozess, woraus besteht der? Oder man kann auch allgemein sagen, was ist eigentlich der kreative Schaffensprozess, wie sieht das aus, wie, was genau, woraus besteht das? Und wenn man sich das Ganze anschaut, dann kommt man ganz schnell zu dem Punkt, dass man feststellt, okay, das Ganze ist ja im Prinzip nur eine Aneinanderreihung von unzähligen einzelnen Entscheidungen, die der Kreative oder die Kreative hier trifft. Ja, das bedeutet, du stellst dir vielleicht die Frage,
Lege ich ein Heilgerät auf meine Spur? Wenn ja, welches Heilgerät darf es denn sein? Wenn das Heilgerät eingestellt ist, dann ist die Frage, welches Preset lädst du da rein? Wenn das Preset ausgewählt ist, dann ist die Frage, wie stellst du jeden einzelnen Regler deines Heilgerätes ein? Also du merkst, es sind viele kleine, aber eben sehr, sehr viele Entscheidungen. Und da ist es ganz klar, in diesem Spiel gewinnt nur der, der in der Lage ist, auch mental, vom Mindset her, hat er Mindset gesagt? Ja, er hat Mindset gesagt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Schnelle Entscheidungen sind übrigens auch das Gegenteil von Perfektionismus. Vielleicht hast du unsere Folge zur Perfektionismusfalle gehört. Wenn nicht und du fühlst dich davon angesprochen, dann schau nochmal hier in unserem Kanal, dass du dir das Video raussuchst und dass du es dir mal anschaust. Denn Perfektionismus ist das Gegenteil von schnellen Entscheidungen und umgekehrt. Schnelle Entscheidungen sind das A und O, weil nur durch schnelle Entscheidungen ist es dir überhaupt möglich, im kreativen Fluss zu bleiben, das, was Ingo gerade den Flow genannt hat, und eben zu echten Ergebnissen zu kommen und deine Kreativität wirklich auszuleben. Es gibt auch noch einen dritten Punkt in dem Zusammenhang. Ingo, wie sieht der dritte Punkt aus? Naja, der dritte Punkt ist eigentlich ein Teil von den Punkten, die wir jetzt eigentlich gerade schon angesprochen haben, eben dieses schnelle Entscheidungen treffen, beziehungsweise sich bei den Samples auch zu beschränken, bei den Presets zu beschränken. Und da will ich nochmal den Bogen schaffen, Einschränkung ist insgesamt ganz, ganz wichtig, damit du überhaupt zu Ergebnissen kommst. Einschränkung in jeglichem Sinne, das heißt keine 400.000 Synthesizer vor dir liegen haben, du wirst damit keine Musik machen. Lieber ein einziger Synthesizer und den auschecken. Und da komme ich jetzt wirklich zu dem dritten Punkt. Das heißt, beschränke dich auf kleinere Strukturen, wie zum Beispiel beim Produzieren auf einen achttaktigen Loop. Beschränke dich auf was Kleines. Dadurch kommst du schnell zu einem Ergebnis. Du brauchst nicht an ein ganzes fertiges Arrangement, nicht schon an den fertigen, gemasterten, gemischten und releaseden Song mit der ganzen Marketinggeschichte und so weiter hinten nach. An das brauchst du alles gar nicht denken. Geh einfach mal auf ein achttaktiges Loop, mach dir ein geiles, schönes achttaktiges Loop mit einer schönen Idee drin, einem geilen, fetten Beat und du wirst sehen, das geht relativ schnell. Relativ schnell hast du einen achttaktigen Loop und du hast dadurch schon ein echtes Ergebnis. Und übrigens, wenn du dann wissen willst, wie du jetzt aus dem achttaktigen Loop rauskommst und ein komplettes Arrangement machst, das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wir haben da bei Music Tutorials ein paar wunderbare Tutorials, wo genau das gezeigt wird, wo erstmal eine Weile am achttaktigen Loop an der Ideenfindung gearbeitet wird und dann wirst du sehen, ein Arrangement, das ist dann ganz einfach. Das ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist erstmal ein geiles achttaktiges Loop zu machen und du wirst sehen, mit den Tipps wirst du da hinkommen. Wie siehst denn du das, Dennis? Ja, wir nennen diese Arbeitsweise, die du da gerade beschrieben hast, Ingo, wir nennen ihn den 10-Second-Workflow. Das bedeutet, dass du mit deinem achttaktigen Loop erstmal die ersten 10 Sekunden Musik produzierst. Also plus minus versteht sich, kommt natürlich drauf an, wie schnell deine 8 Takte laufen, mit wie viel Beats per Minute du das Ganze machst. Aber um den dicken Daumen, ja, 10 Sekunden, der 10-Second-Workflow, diese 10 Sekunden, diese erste Idee erstmal hinstellen, diese erste Idee finden und dann daraus das Arrangement bauen. Und das Spannende daran ist, dass man eigentlich vom achttaktigen Loop ausgehend im Grunde genommen nur noch reduziert. Viele haben ja eher das Problem, dass sie zu viel in ihre Musik reintun und es dann überladen wirkt. Wenn du diese Vorgehensweise verfolgst, dann wird dir das nicht passieren, logischerweise, weil du hast einmal dein Maximum erreicht, deine 8 Takte, die vollgestopft sind mit allem, was gut ist, aber eben nicht überbefrachtet und von da wird nur noch reduziert. Also kannst du ja dann auch in weiterer Folge nicht mehr überfrachtet werden. Und wenn dich das interessiert, wenn du denkst, das klingt verdammt schlau, aber so habe ich es irgendwie selber noch nicht umgesetzt, zumindest nicht so, dass du damit zufrieden bist. Wenn du schon länger mit Ableton Live arbeitest, aber du bist generell vielleicht mit deinen Ergebnissen noch nicht zufrieden, du hast vielleicht schon mal einen halben oder auch einen ganzen Song fertiggestellt, aber denkst dir, das klingt jetzt nicht so, wie ich mir das eigentlich wünsche oder wie ich das eigentlich erträumt habe. Und wenn du auch nicht die Zeit hast, das alles selber herauszufinden, wenn du dich lieber darauf verlassen willst, dass dir Menschen helfen, die sich wirklich auskennen, die mit langjähriger Expertise auf das Thema blicken und dir das sehr gut erklären können, dann habe ich jetzt was für dich. Bei Music Tutorials bieten wir ja sehr, sehr hochwertige Online-Gruppen-Coachings an.
die im Übrigen auch unglaublich viel Spaß machen. Spaß ist das Allerwichtigste in der Musik. Und wenn du mal für dich prüfen möchtest, ob das Ganze für dich geeignet ist, ob wir dir da weiterhelfen können auf deinem musikalischen Weg, dann biete ich dir an, bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder jemand aus meinem Team. Wir schauen einmal, wo du heute stehst, was dein jetziger Kenntnisstand, dein Wissen, deine Möglichkeiten und Fähigkeiten sind und wo du hin willst. Und wir schauen mal, was da noch fehlt, um dich zu deinem Ziel zu bringen. Und natürlich schauen wir, ob und wenn ja, wie wir dir da weiterhelfen können. Wenn du darauf Lust hast, dann geh jetzt in den Infobereich unterhalb dieses Videos. Da findest du einen Link. Und wenn du da draufklickst, dann kommst du zu einem kleinen Fragebogen. Ja, und da stehen Fragen genau zu dem Thema. Wo stehst du heute? Wo möchtest du hin? Welche technische Ausstattung hast du? Mit welcher Version von Ableton arbeitest du? Damit ich mich auf unser Gespräch vorbereiten kann und wenn wir dann miteinander sprechen, dir auch wirklich optimal weiterhelfen kann. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich persönlich kennenzulernen. Also schau jetzt mal unterhalb des Videos in der Infobox, klick da den Link an und dann sprechen wir uns demnächst persönlich. Und bis dahin, triff schnelle Entscheidungen und mach dein Ding, denn wer will, der kann. Ich bin der Sebastian Hunold aus Leipzig. Ich habe mit Musik selbst zu tun, was jetzt, Auflegen und Co. betrifft, seit 2017 und mit Ableton beschäftige ich mich jetzt seit 2,5 Jahren. Aber am Rande nur und steige jetzt in die Materie, sage ich mal, nach und nach mehr ein. Ich hatte anfangs immer so diese klassische Intro-Version gehabt, wo man eigentlich gar nichts Großes machen kann. Hab mal hier rumprobiert, dann habe ich mir eine Maschine gekauft, habe da rumprobiert und irgendwann dachte ich mir so, gar keinen Bock mehr. Und dann kam ich nochmal auf das Thema Ableton zurück und habe jetzt richtig Bock dran gefunden, dort was Großes zu starten. Die Live-Calls definitiv, davon habe ich jetzt zwei miterlebt, gestern und letzte Woche. Und natürlich die Erklärvideos, wie ich vorgehen muss, um einen Track von Anfang bis zum Ende durchzubauen, weil mir anfangs immer die Ideen fehlten. So, und ich habe mir das jetzt, das Get Unstuck habe ich mir angeschaut, dann habe ich mit die ganzen anderen Videos von Ingo angeguckt und, sage ich mal, mitgemacht und habe jetzt auch teilweise verstanden, wie ich was umzusetzen habe, wo ich welche Effekte schalten muss und wie das zusammenpasst. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Generell erstmal ein Feedback zu kriegen, ob es gut klingt oder woran ich noch arbeiten muss. Absolut spitze. Also kann ich echt nur weiterempfehlen. Der macht das wirklich richtig gut, auch für die Leute, die davon wirklich noch gar keine Ahnung haben. Man versteht alles. Man kann ja auch ein Video zurückspulen und nochmal vorspulen und nochmal gucken, wie hat er denn hier was gemacht und da was gemacht. Das ist echt super erklärt. Daumen hoch, beide.